und das sollte schon reichen. Soll ich jetzt stoppen? Ja, kannst du wieder stoppen. Läuft, denkst du, Vorfuß, Vorfuß, so, nennst du es auf Zeitlupe. Batzang! 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 So, und jetzt machen wir das gleiche barfuß. Und jetzt müssen wir der ein bisschen Zeit lassen, weil der Körper braucht ein bisschen Zeit, bis er anfängt, dass er das unangenehm findet auf der Ferse. Ne? Wir wollen ja, dass dein Hirn einen schönen Schmerz verspürt. Aber hier sieht man es jetzt, ne? Ja. Zack. Zack. Also ihr seht, da verändert sich sofort was. Und er kommt jetzt sehr weit vorm Körper auf. Und das Laufen später, wenn man das jetzt richtig trainiert, dann versuchst du unterm Körper aufzukommen. Also wenn man diese super Top-Läufer anschaut, dann sind die so ganz aufrecht und haben eine hohe Frequenz und kommen so unterm Körper auf. Ja, also nicht vorm Körper, sondern direkt unten drunter. Damit sie mehr auf aber jetzt geht er schon auf den Vorfuß. Ja, immer mehr, schon. Hier, zack, Vorfuß. Ne? Ja. Die Ferse bleibt fast in der Luft, seht ihr? Ja. Jetzt hier Vorfuß, schaut. Zack. Zack. Hm. Ja? Und dieses falsche Laufen eben, wie wir es in Schuhen haben, über die Ferse, das macht natürlich kein Mensch. Weil das Gehirn es gar nicht zulässt. Mhm. Geht nicht? Das heißt, da machen wir halt einfach komplett was falsch mit den Menschen, ne? Indem wir halt denen diese Schuhe anziehen, mit der Dämpfung, mit der Erhöhung hinten. Und wundern uns dann, dass die Schienbeinschmerzen kriegen, Sprunggelenksprobleme, Knieschmerzen und so weiter und so fort.